So, hier ist Ofen. Okay, hier geht nichts auf. Da geht's auch nicht weiter. Okay, müssen wir wirklich da hinten durch. Kommst du, Kollege? Gut, Kennwort haben wir. Gott sei Dank. Login als Admin. Aha, Warnung, Kontaminierung festgestellt. Ja, ja. So, wie sieht denn die Charge aus? Na gut, das gehen wir jetzt nicht durch. Sesam, öffne dich. Aha, dir fehlt ein Kopf. Stürmst du denn so eilig hin? Benutzt das. Das ist echt nervig, dass ich jetzt so wenig tragen kann. Gleich ist der Kollege wahrscheinlich voll. Viel kann er das irgendwie sehen, wie viel er dabei hat. Kann ich irgendwie nicht sehen, oder? Also langsam könnte das hier endlich mal fertig sein. Das ist ja ein riesen Bereich hier. Hallo, Kumpels. Ihr seid bestimmt die letzten, die ich aktiviere. Roboterfabrik. Die wird mir wahrscheinlich dann hinterher gehören, wenn wir hier durch sind. Ist auch gelockt. Es sieht aber so aus, als kämen wir unserem Endpunkt näher. Hier ist auch zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wer ist hier fürs Treppendesign verantwortlich war, gehört auch irgendwo erschossen. Auch zu. Da kommen wir her. Oh. Wo darf ich jetzt lang? Ich muss wahrscheinlich den Generator anmachen. Halt, besser Täter!
Das hier muss aufhören, Mechanist. Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Okay. Ich liebe diese Schrotflinte. Ich muss gerade ein bisschen looten. Moment. Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warum? Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks! Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet ihn! Alter, was ich gleich da an Reparatur in meinen Anzug schenke, ne? Ich muss jetzt anscheinend ein bisschen überleben, oder? Das ist nicht gut, mir geht die Ammo aus. Oh, jetzt habe ich weggeklickt. Erstmal Waffe auswählen. Was nehmen wir denn jetzt? Wir haben keinen. Die macht 68. Die bräuchte auch Schrot. Die haben wir gerade. Ja.
Schutzjacke wäre es auch schön. Oh, ich glaube, die benutze ich jetzt ein bisschen öfter. Ist cool. Oh, tschüss. Was für ein Depp. Gut. Super Landung. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Wer bist du? Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Es ist an der Zeit, mich dem wahren Feind des Commonwealth zu stellen. So, jetzt wissen wir beide, mit wem wir es zu tun haben. Hey, ich bin nicht der Feind. Ich versuche, das Commonwealth gegen deine Roboter zu beschützen. Das kann nicht sein. Erklär mir, was du meinst. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Sie retten sie, indem sie sie töten? Nein, das... Die Logik... Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht, die oberste Direktive war fehlerhaft. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier. Und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ja, das hoffe ich doch. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen. Oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Hallo. Ey. Sieht ja lustig aus. Cool. Aha. An den Reparaturdienst.
meine Güte. Was habe ich hier erschaffen? Mechanist. Hey, noch eine Sache. Einen Moment Zeit hast. Klar, schieß los. Oh, gut. Isabel, das ist mein Name. Isabel Cruz. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Oh, 72, 72. Niedlich. Niedlich. Danke. Ist schon gut. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Sicher. Super. Schauen wir mal. Ja, da draußen ist noch einer. Hoffentlich kein allzu großes Problem. Alles klar. Sind wir wieder zu schwer beladen? Aufgepasst. Hey. Der Anzugteil scheint ziemlich schwer zu sein. Oder die ganzen Teile, die wir jetzt gesammelt haben. Da schon ein neuer Fusionskern. Yay! Figur. Und Zeichnung des Mechanist. Irgendwas Spannendes hier irgendwo. Cool. Augenbot-Kapseln. Das macht natürlich Laune. So, hier geht's nicht weiter. Hier geht es dann wahrscheinlich nach oben. Oh, hier ist auch noch eine Rüstungswerkbank. Yeah, wandmontierte Scheinwerfer. Ist ja ein Traum. Ja, Schrotpatronen. Ich liebe euch. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. So. Mini-Atombombe hätte ich fast vergessen. So, war es das jetzt schon mit Automatron? Kann das sein? Du kommst hier nicht hoch. Ich komme hier nicht. Hier ist anscheinend eine unsichtbare Glasscheibe. Aufgepasst. Bestätige. Bestätige.
Plus Charisma und Intelligenz. Das ist ja geil. Gott, wie viel Platz hat der Kollege denn? Das wiegt auch fast überhaupt nichts. Interessant. Ah, weil ich hier die... Nee, wie 0? Okay. Doch nicht so viele Waffen eingesammelt. Was haben wir denn hier? Durchschlagende Kampfflinte. Da haben wir nur 50. Finde ich uninteressant. Da. 30. Unterhebelgewehr. Der letzte Schuss im Magazin verursacht doppelt so viel Schaden. Das ist ja cool. Und so, jetzt sind wir schon fast wieder auf Null runter. Der kann echt viel tragen, der Kollege. Das ist echt nice. Du noch was dabei? Ne. Niemand. Ganze Basis. Ach du meine Güte, jetzt ist ja auch die ganze Basis aufgegangen mit den ganzen Räumen. Oh, Frachtenaufzug. Cool. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier eine automatisierte Armee produzieren lassen kann. Oh man, die müssten ja eigentlich so ein paar Ressourcen haben. Jetzt will ich aber erstmal hier hinten gucken. Ich war ja nicht fertig. Okay, und du parkst da jetzt. So, ich muss erstmal Moped abstellen. Oh, ich hätte das Moped gerade da drin abstellen können. Und schauen wir mal. Reparieren. Oh mein Gott. Oh, ich habe für... Achso, ja, liegt ja alles. Liegt ja alles im Roboter. Ja, müssen wir das gleich machen, wenn wir in der Basis sind. Oh, das ist cool. Haben wir jetzt eine Roboterfabrik. Cool. Du kannst hier mal tun und tun. So, dann fahren wir mal wieder raus. Oh, was haben wir denn hier? Autorisierungsrichtlinien und... Kollreferenz. Aha. Sämtliches Personal muss beim Betreten oder Verlassen der Anlage eine Dekontaminierung durchführen. Sämtliches Personal muss einen Sicherheitsausweis mit Rang 22 Minimum und einem aktuellen Foto vorlegen. Jeglicher Verstoß führt zu sofortiger Sicherheitsabregelung, bis die Person befragt und überprüft wurde. Gäste müssen eine vom General Rawlings und dem begleitenden Mitarbeiter unterzeichnete Berechtigung vorweisen. Und dürfen zu keinem Zeitpunkt ohne Begleitung sein. Gäste ohne Begleitung werden zur Befragung festgehalten. Der begleitende Mitarbeiter ist für ihre Handlungen haftbar. Eieiei.
Ganz schön abgegangen. Nee, oder? Hier, wo ich eben den Energiekern rausgezogen habe. Ich hätte hier einfach hier durch und da runterfahren können. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist jetzt erst aufgegangen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das übersehen habe. Wer weiß. Naja, gut. Komme ich hier raus? Wunderbar. Uns gehört die Robco Vertriebszentrale. Sehr nice. Ah, wundervoll wieder draußen zu sein. Na, mein Großer. Dann gehen wir mal zurück und reparieren ein bisschen Zeug, aber erstmal suchen wir uns ein Skill aus. Irgendwas mit mehr Tragen. Okay. Rang 2 Mods für Rüstung. Rang 1 Mods für... Aha. Oh, Hacker könnten wir jetzt machen, den nächsten. Oh, das wäre natürlich nice. Spare dann. Hast du in der Not? Verwertest du Waffen oder Rüstung? Erhältest du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer? Da bräuchten wir 5 Intelligenz. Wie geht denn das weiter? Verwertest du Rüstung, Schaltkreise, nukleares Material oder Glasfaseroptik? Oder mehr Gegenstände? Okay. Okay, wenn ich überladen bin, kann ich schnell reisen. Und weniger Punkte. Okay, na gut, das mit dem Überladen habe ich jetzt keine Probleme. Das wäre noch ganz cool. Mit der ruhigen Hand. Schlossknacker braucht noch ein bisschen. Ach, wie niedlich, da kann man ja reinzoomen. Begleiter oder Hund kann noch mehr Gegenstände tragen. Sehr niedlich. Oh, ich müsste hier mal ein bisschen auf Int gehen. Ich bin noch ziemlich doof im Vergleich zu anderen Sachen.